Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt und heute zeige ich, wie ihr diese beiden süßen Störche einmal in sitzend und in stehend aus Fondant herstellen könnt. Zum Fertigen dieser Störche benötigen wir Fondant. Am besten verwendet ihr einen etwas festeren Fondant. Alles, was ich übrigens hierfür verwendet habe, verlinke ich euch hier unter dem Video in der Infobox. Also schaut auf jeden Fall auch mal in die Infobox hinein. Der Fondant wird zusätzlich noch mit CMC verknetet. CMC ist ein Bindemittel und bezweckt, dass der Fondant schneller und stabiler aushärtet. Ich habe dies schon vorbereitet, habe den Fondant 24 Stunden ruhen lassen und nun am nächsten Tag starte ich mit meinen Störchen. Ich habe den Modellierfondant noch einmal weich geknetet, schneide nun ein etwas größeres Stück für den Körper ab, rolle dieses rund und anschließend zu einem Kegel mit einem runderen Körperunterteil und natürlich dem langen Hals. Oben in den Hals stecke ich nun eine Spaghetti-Nudel, damit der Körper, der lange Hals, dadurch etwas stabilisiert ist. Forme schließlich den Hals noch länger und dünner. Und mache dieses so lang, bis mir der Körper gefällt, bis alles schön glatt und gleichmäßig ist. Damit der Hals noch ein wenig stabiler wird und später auch den Kopf trägt, stecke ich nun noch zwei weitere Spaghetti-Nudeln hier hinein. Der Körper sollte nun einige Stunden trocknen und damit er nicht umkippt, stelle ich einfach rechts und links zwei Gläser daran. Für den Kopf nehme ich ein etwas kleineres Stück von dem weißen Modellierfondant, rolle dieses rund, gucke natürlich noch, ob die Proportionen zu meinem Körper passen und lege den Kopf zum Trocknen auf einen weichen Untergrund und lasse auch diesen mehrere Stunden antrocknen. Für die Beine verwende ich orangefarbenen Modellierfondant. Hier habe ich von dem weißen Modellierfondant einfach ein Stück abgenommen und orangefarbene Lebensmittelfarbe dazu geknetet. Ein kleines Stück rolle ich nun zu einer langen Schlange, schneide zwei gleichmäßige Stücke ab, forme diese noch etwas gleichmäßig, gebe den Beinen noch ein wenig Struktur. Und anschließend drücke ich mittig die Knie hinein, indem ich den Fondant einfach in der Mitte ein wenig zusammendrücke. Zum Trocknen gebe ich die Beine auf den kleinen Waggon, auf dem der Storch nachher auch sitzen soll. Für die Füße habe ich aus einem kleinen Stück orangefarbenem Modellierfondant einen Tropfen gerollt, diesen etwas flach gedrückt und arbeite nun zwei kleine Füße mit meinem Bastelskalpell heraus. Die ich dann anschließend mit essbarem Zuckerkleber an den Beinen festklebe und ebenso mehrere Stunden zum Trocknen auf die Seite stelle. Der Kopf hat mehrere Stunden auf der Seite gelegen und nun forme ich den Schnabel mit dem gleichen orangefarbenen Modellierfondant. Auch hier habe ich wieder einen Kegel gerollt. Die dickere Seite drücke ich etwas flach und oben etwas spitzer, etwas dreieckiger zusammen und klebe den Schnabel mit dem essbaren Zuckerkleber an dem angetrockneten Kopf fest.
Mit einem spitzen Modelliertool drücke ich rechts und links die beiden Nasenlöcher hinein. Anschließend noch zwei kleine Augenhöhlen und mit einem Messerrücken drücke ich noch rechts und links den Mund hinein und gebe den Kopf wieder einige Stunden auf die Seite zum Trocknen. Nun kommen die Flügel an die Reihe. Hier nehme ich wiederum den weißen Modellierfondant, rolle diesen aus, nehme einen ganz klassischen Plattausstecher und steche zwei Blätter aus, allerdings ohne die Prägefunktion. Mit einer sauberen, geraden Schere schnipse ich auf der einen Seite die Federn hinein, die ich noch mit einem Modelliertool etwas ausdünne. Bei dem zweiten Flügel beachtet bitte, dass dieser spiegelverkehrt ist, dass ihr hier die Federn auf der anderen Seite einschneiden und ausdünnen müsst. Mit einer zweiten Schere, eine Schere mit runder Spitze, schnipse ich noch weitere Federn in den Flügel hinein. Die Flügel lege ich nun auf ein Schaumstoff-Noppenpad, lasse sie etwa 1 bis 2 Stunden antrocknen. Hier trocknen sie nicht ganz so platt und anschließend klebe ich sie rechts und links mit essbarem Zuckerkleber am Körper fest. Damit die Flügel auch in der richtigen Position bleiben, stelle ich auch hier wieder ein Glas dazwischen und lasse das Ganze wieder einige Zeit trocknen. Drei kleine Schwanzfedern kommen noch an das Hinterteil. Dazu rolle ich mir eine kleine Kugel, die ich anschließend zu einem Tropfen forme, etwas flach drücke, mit einem spitzen Modelliertool etwas strukturiere und anschließend mit essbarem Kleber am Hinterteil des Storches insgesamt 3 Stück festklebe. Die Flügelspitzen male ich noch mit purer, unverdünnter schwarzer Lebensmittelfarbe und einem dünnen Pinsel an. Die beiden Augenhöhlen male ich mit der schwarzen Lebensmittelfarbe auch noch an und lasse diese dann antrocknen, bevor ich schließlich den kompletten Storch mit essbarem Zuckerkleber auf meinem kleinen Waggon festklebe. Drei Haare bekommt der Storch natürlich auch noch. Dazu habe ich aus dem weißen Modellierfondant 3 kleine Tropfen gerollt, die ich nun hier schließlich festklebe. Für den stehenden Storch arbeitet ihr genauso wie eben auch, nur die Beine werden stabilisiert. Die Beine werden nicht angewinkelt, sondern mit Zahnstochern oder ich empfehle euch für eure Torte etwas kürzere Schaschlikspieße zu verwenden, damit der Storch auch in der Torte wirklich stehen bleibt. Ich verwende jetzt Zahnstocher, da mein Storch nur für einen Styropor-Tortendummy gedacht ist und da reicht mir ein kleiner Zahnstocher aus. Hier nehme ich den orangefarbenen Fondant, wickel den Zahnstocher damit ein.
Schneide den Fondant rechts und links etwas weg, sodass die Spitzen des Zahnstochers oben und unten herausschauen. Drücke den Fondant in der Mitte zusammen, damit ich ein Knie habe. Gebe den Beinen noch etwas Struktur, stecke sie auf meinen Styropor-Dummy und lasse sie so einige Zeit trocknen. Sobald der Fondant auf den Zahnstochern etwas fester geworden ist, stecke ich nun den angehärteten Körper obendrauf. Lasst den Körper auf jeden Fall mehrere Stunden aushärten. Am besten könnt ihr das natürlich auch über Nacht aushärten lassen. Und nun dekoriert ihr natürlich alles Übrige, des Storches, also Füße, Flügel, den Kopf, die Haare, Schnabel, so wie ich es euch eben auch bei dem sitzenden Storch gezeigt habe.